Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Part auf meinem Kanal. Wieder ein Online-Match und heute auch mal wieder gegen Presentos. Maximus, hallo Leute! Wieder Best of 5, ihr kennt die Regeln. Ich muss mir einen Charakter aussuchen. Wir nehmen den hier und dann geht es auch schon direkt los. Meta Knight also present. Ja, Meta Knight, wer hätte das denn gedacht? Leute, ich werde Zelda zerstören. Nee, Sache ist, Meta Knight habe ich damals in Brawl ein bisschen gespielt. Ja, war der beste Brawl-Charakter, ne? S-Rang. Ich weiß. Top-Tier. Ich weiß. Bester Charakter überhaupt. Aber der wurde ja hart genervt. Aber hier soll er scheinbar jetzt wieder ganz gut sein, ne? Hast du Zelda schon mal gespielt, ja, ne? Ja. Ach, Zelda? Zelda oder selber? Zelda. Ja, Zelda habe ich schon gespielt. Na, da bin ich dumm in den Ritter reingelaufen. Überhaupt nicht schlau. Also wie gesagt, ich habe kein einziges Match in Ultimate mit Meta Knight gemacht. Merkt man, glaube ich, auch gerade. Ganz gut, tatsächlich. Ja, merkt man, wie gesagt, ganz gut. Passt aber, hoffentlich. Ich werde noch das Top 10 Anime Comeback schaffen. Mit dem Grab hier, zum Beispiel. Der Grab ist echt stark. Das war echt ein... Ja, ne, gar nicht mal so. Na, okay. Na, es killt halt einfach. Es killt halt einfach. Du hast 113%. Ja, ich weiß. Ist halt trotzdem traurig gewesen, mein Lieber. Aber irgendwie, wo sind meine alten Meta Knight Skills? Wieso komme ich das gerade nicht hin? Das kann ich nicht sagen, Prison. Alter, das ist einfach gerade, schaffe ich gar nicht. Ich weiß aber auch, irgendwie, der bewegt sich halt nicht so wie damals, Mann. Ja, das ist auch ein bisschen her schon, Prison. Ja, trotzdem. Oh, hallo. Ja, ich meine, ich habe das vor ein paar Jahren gespielt. Ich hatte ja auch Smash Brawl tatsächlich gar nicht. Ach, hattest du beim Freund gespielt oder was? Ja, ja. Okay. Okay. Was macht der Junge jetzt? Das Mädchen. Irgendwie muss ich doch jetzt mal eine Chance haben, oder? Aber irgendwie macht er so weh. Also, keine Ahnung, was kann er sonst noch für Moves? Ah, okay, das kann er noch. Sollte man vielleicht ein bisschen was austesten. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Na, ja, nicht ganz. Ich hab's halt vielleicht noch geschafft. War eine solide erste Runde, würde ich sagen. Nett zum Einspielen. Ja, alles gut. Ich wollte dir nur eine Chance geben. Ne? Also okay. Aber Zelda habe ich auch. Zelda war einer, also war der Charakter, den ich hier als erstes gespielt habe auf Ultimate. Ja, okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Ich wollte ja nur, ich wollte nur deinen Char schon mal weghauen, damit du den nicht einsetzt. Achso, ja, okay. Ist ja kein Problem. Mein Repertoire ist ja sowieso relativ klein an Charakteren. Richtig, richtig. Du hast bisher kaum Smash gespielt, ne? Nee, noch gar nicht. Ist ja nicht so, dass du schon jahrelang gefühlt. Alter, du stellst dich immer so an, als würde ich den ganzen Tag. Du stellst dich immer so an, als würde ich nichts anderes machen, außer seitdem Smash 64 rauskam. Jeden Tag habe ich Smash gespielt. Jeden Tag. Aber Smash 4 hast du hart gesuchtet. Nein, auch nicht hart gesuchtet. Zum Ende schon. Zum Ende schon. Auch nicht mal so viel. Ah, jetzt nimmst du Meta Knight. Ja, ich zeig dir mal, wie das geht. Ne? Alter, jetzt kannst du nicht sowas machen, Gott. Ist okay. Das ist ein Pokémon-Trainer. Wir wollen natürlich ein bisschen Pokémon auf diesen Kanal endlich mal bringen. Ja, natürlich. Weil ich sage, hallo meine Pokémon-Freunde, deswegen. Ja, richtig, richtig. Ja, was geht, meine lieben Smash-Freunde? Direkt mal auf den Rasierer gewechselt, weil wir natürlich auf dem Kanal vom Rasierer sind. XD. HD. HD, LP. Mhm, okay, sowas kann der also. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Okay, okay. Ein paar Prozente aufbauen ist immer ganz nice, ne? Da bin ich einfach in den Grab reingelaufen, ne? Das ist gar nicht mal so schön. Wisst ihr was? Es gibt hier nur einen Play tatsächlich. Ja, den Flareblitz-Spam, Alter. Na klar, Alter. Wer kennt's denn nicht? Alter, da kannst du jetzt nicht sowas machen, Mann. Alter. Wo kam denn das jetzt? Was war das denn? Was haben wir denn das jetzt auf einmal eingesetzt? Nein! Ja, Leute. Das war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich glaube, ich muss mal was nehmen, was ich auch wirklich kann. Also gar nichts. Ich glaube, du testest zu viel. Ja, das stimmt vielleicht. Also, wie oft hast du Pokémon-Trainer schon gespielt? Einmal. War das gerade das erste Mal? Das ist das zweite Mal. Okay, ja, ich bleibe mal bei Meta Knight. Ich will, wir machen mal eine richtige zweite Runde hier. Nimm jemanden, den du kannst. Ich will ein spannendes Wi-Fi-Battle. Ein Wi-Fi-Battle? Okay, wir nehmen den Jungen hier. Ja, nimm einfach Link, ist schon okay. Nee, ich habe den jungen Link genommen, tatsächlich. Ja, ist okay. Na gucken. Alright. Ja, ich weiß nicht, wie gut mein Meta Knight ist, wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden, das stimmt. Ein bisschen Spannung muss hier ja auch sein, ne? Definitiv. Als ob, der kann ja sowas, oder wie? Na, der kann so einiges. Gut zu wissen. Oh, ich bin, oha, bisschen fies. Oh, ich bin tot. Oh, nee, doch nicht. Ja, das hätte ich besser punishen müssen. Und da hätte ich vielleicht mal protecten müssen, das wäre vielleicht ganz praktisch gewesen.
Ah, ich hasse den Grab einfach von Link. Also warum? Dem jungen Link. Ich liebe es mit Dings mit so. Ne? Mit der Grappling Hook? Nee, mag ich überhaupt nicht. Mag ich richtig gerne, auch bei Lucas und so. Möglicherweise habe ich nicht falsch. Ach, come on. Ups. Ah, schade. Ich dachte, ich bekomme dich. Passt aber. Nein, das ist richtig dumm mit Meta Knight. Dass er solche Moves die ganze Zeit beherrscht, Alter. Finde ich ein bisschen fies. Um ehrlich zu sein. Ah, schade. Fuck. Ah, das ist richtig nervig, Alter. Ich kann das gar nicht benutzen. Okay, immerhin. Das ist okay. Ist okay. Auch mal, oh, mir mal gegönnt, ne? Ja, ja, auch ein blödes Hund für den Mann. Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen zu viel, mein Lieber. Das hättest du nicht machen müssen. Okay. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Ja, das war. Ja, ich hab ihn selbst getötet. Ah, ich hätte nicht nochmal Side-B machen sollen, das war dumm. Ja, mein Meta Knight ist nicht so stark. Brazen, hast du mal gewonnen? 1-1 oder wie hier? Ich bin richtig stolz. 2-1 stimmt für dich. Ja, die zweite Runde zählen wir nicht. Okay, gut. Das war gut, dann wechseln wir auf einen Charakter, den ich auch kann. Alter, toxic. Jetzt habe ich eine Runde verloren, Brazen. Du weißt, mein Ego hält ja, nicht Ego ist viel Stand und muss jetzt wieder ordentlich aufpoliert werden. Und du weißt, was das heißt, Brazen. Ich weiß, was das heißt. Deswegen weiß ich auch, was ich hier tun werde. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Dann bin ich mal gespannt. Dann pack doch mal deinen Link aus. Na klar, fangen wir hier direkt rein und halt auf den Dark Link, Junge, bist du auf einmal ein bisschen so edgy geworden. Ich dachte, ja, weil ich mir dachte, Alter, Dark Mewtwo, dann muss ich auch immer einen Dark Link raushauen. Na gut. War halt predictable. Ja, werde ich auch hier zu Tode predicten, wahrscheinlich nicht, aber es passt schon. Das war auf jeden Fall eine nice, Attacke. Nice, ja, dann setz mal deinen Spukball ein. Na gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber nice. War super sweet tatsächlich. Genauso wie das hier. Alter, das Moveset von Mewtwo ist halt super doof. Mag ich nicht. Nein, das war dumm. Hätte ich so gut punishen können. Ja, ich weiß. Passt aber nicht. Ja, das, die Rolle war dumm. Okay, mittlerweile bin ich wieder ganz gut back. Ja, das stimmt. Nein, ich habe eine Ab. Nein, 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 Riff. Ich hätte einen Side-Dodge machen müssen halt, ne? Ja. An die Stage dran. Ja. Dann wäre das tatsächlich okay gewesen. So, und jetzt bist du natürlich ein bisschen im Vorteil. Hast du gut approach, muss ich sagen, ne? Ja, genau, stolz auf dich. Nein! Ah, oh, dumm. Ich mach das zu oft immer noch. Ja. Side B. Ja, ja, ja. Du musst. Dafür ist halt der GameCube-Controller tatsächlich besser. Weil der GameCube-Controller, der hat diese Einkerbung ja, ja. Am Stick. Ja, ja. Und ich habe halt das Problem, dass ich meistens so schräg oben. Ja, genau, genau, genau. Ja. Da ist halt der GameCube-Controller besser. Das ist der einzige Vorteil, den ich gegenüber dem Pro-Controller sehe. Ich finde, der Pro-Controller fühlt sich viel angenehmer als der GameCube-Controller. Außerdem mag ich es, dass man die L- und R-Knöpfe nicht so reinpressen muss. Naja. Ja. Aber. Ja, wie gesagt, die GameCube-Einkerbungen sind eigentlich so das Beste am GameCube-Controller. Hey, ich kann gerade aus irgendeinem Grund nicht. Was denn? Ach, ja, die Kämpfer war. Ja, egal. War das jetzt das dritte Match? Nee, nee, jetzt steht 2-1. Okay. Jetzt kommt das dritte Match. Okay, weil ich konnte gerade eben aus irgendeinem Grund nicht in die Kämpferball, aber alles safe. Okay, was mache ich denn jetzt hier? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es. Okay. Okay. Ah. Dunkler Samus. Wieder gegen den Heavyweight-Charakter. Naja, mal gucken, wie das wird. Wie wird das denn? Okay, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Bin ich aber gespannt. Besten Plan auf jeden Fall. Das war ein guter Plan, würde ich sagen. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, aber wenn ich jetzt gestorben wäre, Alter, direkt. Leben vorbei. Leben vorbei. Alter, nein, ich hätte dich so hart wegsmashen können. Der dunkle Samus sieht schon nice aus. Ist leider nicht ja, so stark, glaube ich. Fühlt sich auch ja? Echt langsam an im Vergleich zu Samus, holy shit. Aber normalerweise müssten die eigentlich... Alter, fühlt sich mega... Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, oder? Ich habe keine Ahnung.
Ach, come on, ich schaff's gerade überhaupt nicht. Irgendwie Schaden jetzt zu machen. Okay, jetzt bin ich RIP. Noch nicht ganz. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Jetzt aber das sieht cool aus. Der Nutri-Bee, wie der sich auflädt. Alter, das läuft ja gerade gar nicht. Nein! Oh, wieso grab ich da? Was mache ich denn da überhaupt? Wieso bin ich so bad? Nein, schon wieder! Okay. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ist Dark Samus langsamer als Samus? Ohne Witz, fühlt sich so langsam an. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil sie schwebt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade ziemlich hart zerstört werde. Ja, das sehe ich auch, ne? Aber Projektile sind halt auch super dumm gegen Donkey Kong. Also wenn du keine Ahnung von Donkey Kong hast, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, allgemein ein Heavyweight-Charakter halt, ne? Tschüss. Naja. War auf jeden Fall schön. Ist ganz lustig, wie die Augen da so rausschauen. Ja, das sehe ich auch. Alright, Leute. Das war eine weitere Runde Smash Bros. Ultimate. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall. Alter, what the fuck? Das sah das gerade creepy aus. Wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung. Schaut auf jeden Fall bei Press vorbei. Dort haben wir ebenfalls ein Part aufgenommen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao. Tschüss.